Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine, Part Nummer 4. Ja, im letzten Part haben wir nochmal Piranha, Mutant Tyrannia gezeigt, wo der Hammer hängt. Und ja, dann gehen wir nochmal rein hier in die Welt. Gucken wir, ob wir da weiterkommen. Was haben wir jetzt? Das Mysterium des Schleimsees. Aha, sehr gut. Ja, wie ich halt auch schon angekündigt habe hier, das Ganze ist jetzt total verdreckt und versifft. Da hinten müssen wir dann reinkommen. Ich glaube, jetzt dürften wir aber auch, glaube ich, mal ein Update bekommen. Ein Upgrade. Glaube ich. Ich erhoffe es halt wieder. Ich habe halt, wenn man das damals gespielt hat, hat man die doch relativ früh bekommen. Ne, ist immer noch transparent, oder? Ja. So, Mario, was machst du denn hier? Muss er schon hochkommen. Zum Glück greift er dieses Seil doch relativ gut. Na, der ist zwar wieder schmutzig, aber das ist nicht ganz so wild. Wo laufe ich eigentlich hin? Ich muss doch da lang. Ich muss gerade mal ganz kurz was gucken, weil mir sind ja die Glocken aufgefallen. Hat das einen Grund, dass man die da vielleicht auch läuten kann? Ja, ich glaube, das Ding. Ja. Na. Okay, ich habe Münzen bekommen, aber ich wollte eigentlich. Okay, das ist nur dazu, dass man ein paar Münzen bekommt. Alles klar. Ja, für die Leute, die halt Maximum Coins hier sammeln wollen, die können dann auf solche Sachen zurückgreifen. Oh. Natürlich aufpassen, dass man nicht unbedingt unter die Palmen läuft, wo die ganzen. Ja, wo die da Dreck runterwerfen. Da oben sehe ich eine blaue Münze. Die würde ich gerne einsammeln, wenn ich hinkomme. Na du? Sagst irgendwas Neues? Unmöglich, dass dieser Dreck wieder völlig verschwindet. Oh. Wo kommt denn diese blaue Münze her? War die vorher auch schon da? Habe ich die nur übersehen? Ja, nicht im Wasser bleiben. Ja, dieses Wasser ist gefährlich. Na, mach halt dich fest. Ja. Wir haben die hier. Da müssen wir uns auch nicht festhalten. Mario klettert da die ganze Zeit. Oder schlägt auch dagegen. So, muss natürlich mal gucken, wie wir da nochmal hinkommen. Ich glaube, am ehesten kommt man auch mit den Seerosenblättern rüber, aber die lösen sich halt mit der Zeit auch auf. Waren die Seerosenblätter der Grund? Der Sinn? Ich denk's mal. Wo? Oh, Achtung. Ich sag, da müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. Nicht runterfallen. Oh, das ist gerade nicht so toll, was ich hier mache. Ich weiß auch nicht, wie lange die Seerosenblätter aushalten. Na? Und go, go, go. Ja gut, die doch halten schon ein bisschen aus. Die werden erst schwarz, bevor sie sich auflösen. Eieiei. Ja, da muss ich jetzt doch schon wieder ein bisschen Skill beweisen, dass ich hier auch schnell die, ja, die Düsen wechsle. So. Ja, da hinten haben wir doch die eine Düse. Die wollte ich doch. So. Achtung. Na, Mario, mach schon auch schon Seitwärtssalto. Ich möchte nur nicht nochmal ins Wasser fallen, verdammt. So. Damit schalten wir jetzt, glaube ich, generell frei. Du erhältst die Turbodüse. Drücke und halte R, um durchzustarten. Sehr schön. Aber ich möchte doch da rein hier. Ja, da wird uns wieder der Dreck weggenommen. Bye bye. Ja. Ach ja. Ach ja. Gute Laune Level und trotzdem nicht gerade einfach. Man sieht ja, auf was man hier von einem verlangt. Ich mach mal schön gemütlich. Ich möchte hier nicht unbedingt runterfallen. So. Das ist ja auch gut, das war knapp. Aber immerhin kriegen wir hier gleich wieder ein Leben. Komm, spring Mario. Das dreht sich jetzt auch, das Ding. Ja. Uiuiui.
Man merkt schon, was man vermisst, wenn man den Dreckweg nicht mehr hat. Eieiei. Einfaches Laufen ist, glaube ich, besser als... Ja. Als Springen. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runtergeschoben werden. Na. Und das Ganze geht jetzt auch noch nach oben. Achtung. Zum Glück kann Mario so leicht auch in der... Ja. Bisschen schräg laufen. Jetzt hat sich der Pilz da hingesetzt, okay. Er möchte auch nicht runterfallen. Uiuiui. Aber das war mir ein bisschen zu risikoreich, den einzusammeln. Und das war's noch nicht. Da kommt noch mehr. Immer schön gemütlich hier. Am besten dann immer von Rot nach Blau springen, aber ist auch leichter gesagt als getan. So. Na, Rot dreh dich. Eieiei. Muss vor auf Blaou. Ich glaube, ob ich das schaffe. Nein! Verdammt. Ui, jetzt geht ziemlich tief runter. Arrivederci. Ja, ja. Ja, und was ist daran, das ist so schwer? Alles von vorne. Alles von vorne, ja. Keine Zwischencheckpoints von wegen hier. Easy Modus. Nee, nee. Aber damit habe ich ja auch gerechnet. Das bin ich ja gewohnt von dem Spiel hier. Also sie haben immer so eine Bewegung. Also die haben, gehen immer nur vor und zurück, sondern die haben auch wirklich... Also dass die halt sich so eine Bahn laufen. Das habe ich dann nicht bedacht und dann, ja, wollte ich erst zurückspringen und dann habe ich gemerkt, dass es nicht gereicht hat. Aber ich bin auch nicht im richtigen Moment gesprungen. Man hat ja gesehen, wie ich dann einfach runtergefallen bin. Da war ich selbst schuld. Und wenn ich hier nicht, wenn ich hier ungeduldig werde, dann passiert es mir das nochmal. Also, schön gemütlich. Dum, 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 dum. Immerhin ist die Musik schön, locker, flockig. Ohne Stress. Ja, und der Witz ist ja, dass das hier noch schwieriger wird. Weil, ja, das wäre noch einfach hier. Aber gut, man muss dazu sagen, wenn es schwieriger wird, wird es auch gleichzeitig wieder einfacher, weil wir dann unseren Dreckweg wieder benutzen können. Ich kann es ja einfach mal frei raus sagen, die Welten hier müssen wir nochmal dann auch mit roten Münzen spielen. Und ja, man kann sich ja denken, was das dann bedeutet. Und dann auch noch auf Zeit. Oh, ob das so klug war? Eieiei. Ja, das hat gut gepasst. Sehr schön. Schön gemütlich, dann klappt das auch. Ich möchte hier in diesem Spiel, bin ich ganz ehrlich, auch wenn es schwerer sein soll als Mario 64, möchte ich nicht so extrem failen. Einfach nur, weil ich ungeduldig werde. Das sollte nicht sein. So, aber geschafft hier. Nicht groß reden, schwingen, sondern auch mal machen. So, ja, da werden wir immer wieder drauf hingewiesen, aber noch nicht. Muss mir auch mal merken, wie viele Insignien wir da schon rausgeholt haben, dass ich nicht unnötig hier wieder reingehe. Sonst müssen wir einfach mal das Level hier verlassen. Aber es gibt noch was. Mario Magana ist los. Ja. Ich glaube, in jeder Welt gibt es sogar einen, eine Verfolgungsjagd mit Mario Morgana. Ist auch schön, dass mir endlich auch der Name wieder gesagt wird, dass ich mir merken kann. Sonst sage ich immer nur Schatten Mario. Aber ich glaube, ich habe damals auch immer nur Schatten Mario gesagt, weil es halt einfach, ja, passt. Eigentlich ist er ja, man muss dazu sagen, er ist ja eigentlich schwach gegen Wasser, aber hier springt er ins Wasser rein. Also das ist ein bisschen komisch. Aber man soll ja die Logik nicht anzweifeln von Mario. Game-Logik eher gesagt. Ja, und das Einzige, wie wir hier fällen können, ist, wenn ich in ihn reinlaufe. Das war jetzt unnötig, ist er wieder runtergesprungen, ja. Na? Ach, schon besiegt? Oh, das ging ja schnell. Hätte man nicht ins Wasser springen dürfen. Ah, das vergesse ich dir nicht. Na gut, das war leicht. Hey, das Insignia bleibt da. Ich will erstmal wegfliegen. Ach ja. Ja, das war wirklich leicht. Bin ich mit zufrieden. So, fortfahren. Dann können wir heute wenigstens mal ein paar mehr Insignien sammeln als sonst. Ja, wir wissen es langsam. Habe ich eigentlich noch gemeint, ich wollte mir merken, wie viel. Das war jetzt Nummer 7 vom Stern her, gell? Von Insigne her. Ich glaube, ich werde es auch öfters noch verwechseln mit Insigne und Sternen. Ja, und danach gibt es dann Geheimnisse. Der See und seine roten Münzen. Oh ja. Rote Münzen und dann auch noch hier in dem Schleimsee. Oder? Nee, ist alles wieder sauber. Oh ja, okay. Ich sehe schon, was auf mich zukommt. Na gut.
Ja, und wie ich halt eben erwähnt habe, es gibt geheime Sterne, 2 Stück, die nicht erwähnt werden. Heißt, die muss man suchen. Und da werde ich vermutlich auch nochmal suchen müssen, weil ich nicht alle kenne. Also ich weiß ein paar. Und zwar muss man da unter anderem Vögel fressen mit Yoshi. Golden, ne? Ja. Ich guck hier und weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll. Verdammt. Muss ja die Münzen sammeln. Ich sollte vielleicht auch mal wirklich noch weiterspielen, wenn ich schon... Oh, das war knapp. Wenn ich hier schon am Reden bin. Hier gibt es übrigens auch die Möglichkeit, Münzen zu sammeln. Ich glaube, es war mir irgendwie sicher, dass man die abschießen konnte. Wenn nicht, sterbe ich jetzt wegen den Bienen. Na gut, ich bin doch selber schuld. Wenn er ein Hornissennest sticht, der ist auch selber schuld. Aber es gab irgendeinen Grund in irgendeinem Level, dass man die auch abschießen kann. Ne, die lassen sich nicht. Der hat sich nicht ärgern. Ich muss weg. Ich bin gar nicht da. Ciao, ciao. Gut. Wir sehen ja, dass da unten Münzen sind, aber ich möchte erstmal auf den höchsten Punkt kommen. Ja, ich darf halt nur nicht zu früh die Düse einsetzen, sonst hält sich Mario nicht fest. Interessanterweise hat er da keinen Fallschaden. Hm. Ja, komm, nochmal. Wir wissen ja, dass es geklappt hat. Das hat ja uns schon beim Münzsammeln geholfen. So, jetzt aber. Ja. Alles klar. Das Gute ist auch, selbst wenn wir von dem Teil getroffen werden, wir fallen nicht gleich runter. Mario hält sich dann einmal nur kurz fest und dann können wir wieder hochklettern. So. Schön gemütlich. Mario, du musst die Münze auch einsammeln. Oh, ich glaube, wir müssen sogar auf die Wolke rüber. Der Treffer war unnötig. Man muss auch sagen, dass der Sprung ein klein wenig verzögert ist, weil Mario erstmal... Ja. Wo? Oh, was war das denn jetzt? Komm, halt dich fest. Ich bin da ganz komisch abgerutscht eben. Obwohl ich auf den Schatten geachtet habe. Autsch. Okay, da oben ist eine Münze. Na Mario, hol sie dir. Sehr gut. Achtung, wegen dem Elektroteil. Schön gemütlich. Ansonsten müssen wir ja wieder hochklettern und von daher. Das passt. Das ist nicht gut. Uiui. Ich meine, ist er dabei besiegt worden. Und natürlich auch wieder aufpassen, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Es passiert, also man hat dann wirklich sehr viel Vorrat, aber ja, man muss es ja nicht provozieren. So, das wird die letzte hier oben sein, hoffe ich doch. Na Mario, hol sie dir. Ist ein bisschen schwer abzuschätzen, ja, die ist noch weiter hinten. Hm, na gut, also wir haben noch 2 unten, die ich gerade sehe. Aber hier oben dürfte alles klar sein, soweit. Aber oben auf der Windmühle dürfte nichts sein. Ich sehe auch gerade, dass da hinten noch so ein, ja. Warte mal, wenn ich schon mal hier gerade das sehe. Oh. Dann möchte ich da mal kurz rein. Achtung. Weil soviel ich weiß, konnte... Oder war hier ein geheimer Stern? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht drücke ich die falschen Knöpfe hier vor lauter Überlegung hier. Irgendwas war hier nochmal. Aber ich bin gerade unsicher, was. Am Ende bilde ich es mir nur ein. Keine Ahnung. Gut, dann springen wir mal ins Wasser. Wir müssen uns eh auffüllen. Jupp. Wieder voll. So, also die 2 Münzen haben wir hier. Die sammle ich mal ein. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Man sieht ja halt jetzt den Schatten im Wasser. Ich habe halt mich gewundert. Ja, das ist wirklich nur ein Schatten. Wegen der blauen Münze. So, wie man auch hier sieht, selbst die roten Münzen zählen nicht zu den normalen Münzen. Hätte ich eigentlich schon beim letzten Mal erwähnen können. Aber da ist es mir auch nicht aufgefallen. Ah, da hinten sind dann die anderen 2, okay. Das heißt, wir müssen hier hoch. Die Wasserläufer.
Da merkt man aber auch, wenn man andere Spiele vorher gespielt hat, dann denkt man sich, eigentlich müsste es doch in jedem Spiel so gewesen sein. Also zum Beispiel, also das beste Beispiel hier mit den Wasserläufern, dass die halt bei Mario 64 Münzen gegeben haben und das war nicht gewollt. Halte ich fest? Nee, war nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Warte mal, wir haben doch hinten doch so eine Wasserdüse gehabt, gell? Die wäre doch vielleicht sogar vom Vorteil. Das gibt's doch nicht. Dass mir sowas auch immer erst so spät einfällt. Aber gerade so die Sammelsachen, die werden vermutlich auch am längsten dauern. Ich sehe auch gerade, wir haben schon knapp 16 Minuten erreicht. Ich denke mal, da hinten dürfte nochmal die Düse sein. Ja, genau. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob mir das jetzt was bringt, dass ich die dann mir hole. Ja toll, die Teile sind ja weg. Ey, Kollege. Warte, Mario macht leider aus dem Wasser kein... Autsch, das war nix. Uiuiuiui. Aber ich kann nicht lenken, wenn ich... Oh. Okay, das war Glück. Muss man aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen reinkomme. Ja, und dieses Teil ist einfach nur dazu gedacht, dass wir uns über das Wasser bewegen können. Und zwar mit Highspeed. Also das fand ich damals sehr geil. Finde ich auch heute noch geil. Ja, und solange wir halt im Wasser sind, haben wir auch unendlich Wasser. Also können wir uns endlich machen. Können wir auch im Land machen hier, um die Gegend zu rennen. Übrigens auch nicht wundern, das ganze Obst, was da rumgelegen hat, die Ananas und die Bananen da eben, die sind dann auch später für Yoshi gedacht. Autsch. Kann ich doch aufpassen. Nur bringt mir das jetzt, dass ich jetzt, bringt mir das Wasser, dass ich die jetzt habe? Ich glaube irgendwie nicht. Toll. Verdammt. Na, Mario, halt dich fest. Oh, Achtung. Na, gehen wir da hoch. Oh, toll. Ne, ich brauche erst wieder meinen normalen Aufsatz. Hier, wo war denn der? Muss ich extra wieder hinten nicht den Gegner reinfahren? Ja, ich habe irgendwie das... Kein Kommentar. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin unbesiegbar, wenn ich hier durch die Gegend düse. Aber so ist es ja leider nicht. Da hinten war die normale. Meine Güte. So. Das Schöne ist halt auch, wenn wir die einsammeln, kriegen wir unser... Wasser wieder aufgefüllt. Also sollte man mal irgendwo sein, wo kein Wasser ist und man sieht so eine Kiste, einfach einsammeln. Vorhin wäre auch eine gewesen. Sehe ich zumindest auch, wo ich hin muss. Ah ne, das ist die rote. Ah ja, gut, okay. Das ist ja die rote. Die ist interessanter. Weil die ist wie so ein Raketen. Oh, ja, heißt ja Raketendüse. Lade sie mit R auf und katapultiere dich hoch hinaus. Ja. Und. Phew. Und sowas können wir auch im Wasser benutzen. Ist quasi dampfbetrieben. Dass wir dann irgendwo hochkommen, wenn wir runtergefallen sind. So, sammel ein. Sehr schön. Und die letzte da hinten. Müssen wir aber halt auch vorher aus dem Wasser springen. Na. Und, ach so, ja gut, okay. Das war das, was mir im Gedanken war. Dann lag das da dran. Ja gut, okay. Wieder was gelernt. Oder eher gesagt, wieder daran erinnert. Ja, es ist halt so, man hat Gedanken im Kopf. Man kann es nur nicht richtig zusammensetzen. Und dann, erst wenn man es sieht, merkt man, okay, da war ja was. Hier hätte ich übrigens auch die ganzen... Die 100 Münzen-Insigne holen können. Wenn man sich das mal so anschaut. Übrigens doppelt praktisch, dass wir jetzt auch hier die Düse haben. Hey. Gut, das ist eine Schräge, deswegen sind wir da oben hängen geblieben. Na, und rein da. So. Sehr schön. Ach ja. Gut, dann war es mit dem Part wieder für heute. Ich hoffe, hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.